Intro. Naja, vielleicht doch in den Hof. Hallo, halli, liebe Freunde der Blasmusik. Ich bin's wieder, der alte Knacker Schmatz aus dem rostigen Städtchen der Denkbarie im Wienerwald. Ich habe die aktuellen Corona-Zahlen und Fakten für euch, allerdings erst, wenn ich die Tastatursperre da gelöst habe. Stand 20.08.2020. Es sind insgesamt 24.466 Personen positiv getestet. Das sind plus 186. Nein! Es wurden 1.061.437 Testungen durchgeführt. Das sind plus 12.266. Aktive Fälle inklusive Spital 2.609, das sind plus 212. Verstorbene 724, das sind plus 1. Im Spital ohne Intensiv sind es 95, das sind minus 6. Und auf der Intensiv 21, das sind plus 5. So, damit ihr euch auskennt, es sind 3 Kinder wach und 3 Kinder, die überhaupt nicht mehr folgen. Und deshalb gebe ich nochmal ganz klare Anweisungen, seid nicht irritiert. Warum seid ihr nicht hier? Ich habe ganz klar gesagt, wir gehen und ich drehe. Warum hast du einen Ball in der Hand? Gut, denkst du jetzt ein bisschen mit, denn wir gehen mit dem Hund. Das heißt, wir sind neben der Straße und wir wollen bitte alle lebend zurückkommen. Gut? Gut, die Reihenfolge ist klar. Wenzel, Nino, Justin. Noch Fragen? Nein. Gut. So, schauen wir mal, ob das funktioniert mit diesen Kindern. Nino, weg vom Türl zum dritten Mal. Ah! Nach 16 Uhr wache Kinder, immer schwierig. Rocco, bleib da. So, ich werde den Hund schnell mal auf die andere Seite. Du geh hinter den Wenzel und häng dich an seinen Hintern. So, liebe Freunde der Blasmusik, wir sind on the road, kann man sagen. Das heißt, alles ist gut. Die Kinder haben von und zu überhaupt die gelben Säcke in Reih und Glied dorthin montiert. Die laufen mir schon davon. Jetzt muss ich flott gehen, da wird mir die Luft wieder aus. Aktuelles zur Corona-Diät. Die Corona-Diät schaut schlecht aus, denn heute hat sich so ergeben, dass der alte Knacker... Nino, nein, du bist hinter dem Wenzel. Merkt ihr das? Hat sich so ergeben, dass ich gestern Abend noch ein Brot gebacken habe, und zwar selbst persönlich im Holzofen. Das heißt, ich habe eingeheizt die Sägespäne und Co. Nino, nein. Funktioniert nicht mehr. Oh, ich bin so arm. Und habe dann keine Kosten und Mühen gescheut und das Brot in den Ofen gegeben und das hat sich gleich oben so verhärtet, dass es nicht mehr aufgegangen ist. Dann habe ich es wieder aus dem Ofen rausgeholt und habe mittels Messer so Rillen, Justin, geh hinter den Wenzel, Rillen reinmontiert. Nino, du bleibst bei mir. Und diese Rillen haben es dann dem Inneren ermöglicht aufzuquillen. Und das hat so lecker ausgeschaut. Das ist gestern um 20.30 Uhr, wie wir ins Bett gegangen sind, fertig gewesen. Hat so lecker ausgeschaut, dass ich heute beim Frühstück mich nicht beherrschen konnte und ein halbes Bouillabrot gegessen habe. Tja, am Vormittag habe ich weiter gegessen, und zwar die Tomate. Nino hinter den Justin zu mir. Marschier ordentlich hinter dem Justin. Dann vormittags eben eine Tomate, der Kartoffelbau ist gekommen, die Familie Lohner. Habe ich noch 2 Zwetschgen gegessen, ich habe überhaupt keine Hemmungen. Und dann hat sich ergeben, dass sich eine Option aufgegeben hat, in Tulln etwas zu kaufen, was ich schon länger wollte. Ich werde jetzt nicht sagen, was das ist, denn das ist sehr geheimnisvoll. Und deshalb habe ich meine Kinder ins Auto gepackt und bin mit ihnen zum Burger King gefahren. Da waren wir schon ewig nicht mehr. Dann bin ich an diese wunderbare elektronische Selbstbedienungstafel gekommen. Und dann habe ich da aufgeblättert und ernsthaft gefunden den Rebel Whopper, der ja eigentlich vegan ist, aber dann doch wieder nicht. Da haben sie nämlich so Kärtchen am Tisch gehabt vor ein paar Monaten, auf denen gestanden ist, dass zwar grundsätzlich das Laberl vegan ist und vegetarisch und sonst noch was, aber dann auf demselben Eisen gebraten wird wie das Fleisch. Und dadurch ist es dann nicht vegetarisch und vegan. Aber heute auf der Tafel ist es als vegetarisch vegan aufgeschieden. Was für mich bedeutet hat, na gut, dann bestellen wir einen zum Testen. Ich habe dann die nette Dame hinter der Theke
interviewt und sie hat gemeint, nein, der hat ein eigenes Grillplatzerl und da kommt nur der hin und da gibt es überhaupt keine Diskussion und kein Problem. Sei es drum. Dann habe ich noch bestellt vier Personen, also vier Veggie King Menü King Size mit Curly Fleisch. Fleiß. So, das habe ich bestellt. Bekommen habe ich ein Getränk. Geh weiter. Ein Curly Fry und vier Burger und diesen Rebel. Habe ich gemeint, hallo, ich habe drei Menüs. Oh, Entschuldigung, ich habe aber nur mehr einmal Curly. Habe ich gesagt, dann gibt es mir normale Pommes. Dann ist es mit zwei Packer gekommen. Ich habe mir gedacht, eins und zwei ist aber drei und nicht vier. Habe reklamiert und sie gesagt, ich muss jetzt den im Auto bedienen und ist gegangen. Einkaufserlebnis pur. Na gut, habe ich gesagt, okay, ich komme später wieder. Naja, Rocco, hör auf zu ziehen. Kinder. Und dann haben wir uns zum Tisch gesetzt und haben gegessen. Und stellt euch vor, alle vier Veggie Kings waren nicht mehr gefroren. Stimmt das? Alle Veggie Kings waren wie lauwarm. Lauwarm. Org, oder? Sie haben es geschafft, alle durchzukriegen. Nach 10 Minuten habe ich dann nochmal meine Curly Fries eingefordert. Das wollten die überhaupt nicht. Die war überhaupt nicht begeistert, dass ich da wieder gekommen bin. Ich habe mich da vorgedrängt von uns überhaupt. Mit Maske natürlich, versteht ihr. Und dann habe ich dieses wunderbare Essen für euch fotografiert. Das schaut so aus. Schaut euch diesen Rebel Whopper genau an. Seht ihr? Also ich esse ja schon seit jetzt 25 Jahren esse ich ja kein Fleisch mehr. Rocco, hör aufzuziehen. Und ich kann mich erinnern, dass diese Laberl so ähnlich grauslich ausgeschaut haben, diese Rindslaberl. Und dann haben wir reingebissen und mal ehrlich, ihr tut es mir sehr leid, wenn ihr Fleisch esst. So was Grausliches, wenn das in irgendeiner Form an dieses Rindslaberl rankommt. Boah, seid ihr arm. Da bin ich ja froh, dass ich Vegetarier bin. Tja, muss man ganz ehrlich sagen. Gut, dann sind wir weitergefahren. Wir haben erfolgreich den Weg wieder nach Hause gefunden, haben vier Kreisverkehre dreimal benutzt, um einen Parkplatz mit Anhänger zu finden, haben das Ding aufgeladen, was ich wollte, und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Ganz super war das. Die Kinder waren so brav, dass ich in Tulln beim Kreisverkehr noch beim Luigi stehen geblieben bin und ihnen jeweils eine Kugel Erdbeereis mitgebracht habe. Und das Schokoeis hat so gut ausgeschaut, dass ich eine Kugel Schokoeis gegessen habe. Ja, das muss man jetzt sagen. Der Hund reißt da die Leine, aber ich muss das kleine Kind an die Hand nehmen. Nein, ist schon weg. Gut, dann brauche ich es nicht mehr an die Hand nehmen, es ist schon weg. Ja, was haben wir noch gemacht? Vormittags habe ich doch ernsthaft gewagt, noch zwei IBM-Computer auszuprobieren. Das Ergebnis war, dass keiner der beiden funktioniert hat. Also mein PS1, der funktioniert, der ist schon zusammengeschraubt, der ist brav von und zu überhaupt. Aber die anderen, die 386er, da habe ich drei davon und zwei gehen einmal nicht. Den dritten habe ich noch nicht ernsthaft probiert, weil der dritte eigentlich so ein Gerät ist, das ich nicht unbedingt im Museum haben möchte. Aber wenn kein anderer geht, werden wir da kulant sein. Dann habe ich festgestellt, dass die Lego Race Serie in meiner Sammlung noch fehlt. Habe ich die mal so auf Bricklink eingegeben und da wanted. Wollen die 5000 Euro? Ich glaube nicht, dass ich das Zeug um 5000 Euro kaufe. Ich glaube, die Vitrinen werden leer bleiben. Schauen wir mal. Und dann ist es weitergegangen, denn ich war wieder viele Stunden im Kindergarten, habe dabei Lalilu Comedy gehört, das ist so eine deutsche A Cappella-Kombo, muss man sagen, Lalilu Comedy. Die sind ganz witzig, die haben ein paar gute Lieder. Und sie haben auch ein wunderbares Coronavirus-Tagebuch gemacht, das heißt Kratzen im Hals, auch ganz nett. Nicht so gut wie meine, aber
Besser als keine. Für die deutschen Kollegen reicht's. Ja. Und im Kindergarten habe ich festgestellt, jetzt habe ich ja doch ernsthaft übrigens die vierte Box gefunden und aufgeschraubt, die ich als Lego-Spieltruhe verwende. Und da haben doch tatsächlich 120 Liter Lego drinnen Platz. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, wie viele Steine das sind. Drinnen sind sie schon. Ja. Wahrscheinlich ziemlich viele. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist doch optimal. Da kann ich doch diese Boxen, die ich jetzt verwende, um die Rampen zu sichern, dass keiner über die Rampenkanten runterfällt, die könnte ich doch auch als Vitrinen verwenden. Und deshalb habe ich die mal ausgemessen und habe einer Glaserei gefragt, was das denn kostet, wenn die Glasscheiben machen, die ich vorne statt den Deckel dran mache. Der Kostenvoranschlag liegt bei 998 Euro. Ich glaube, das wird nicht passieren, aber wer weiß. Ich muss jetzt ehrlich sagen, aufgrund dieses Preises habe ich jetzt eine andere Glaserei auch noch angefragt und mal schauen, was die so schreiben. Also, was wir gegessen haben, habe ich euch gesagt. Die Kinder sind verhältnismäßig still. Es ist nicht so, dass sie folgen. Nino, du sollst vor mir gehen. Aber immerhin, es ist noch keines überfahren. Liegt vielleicht daran, dass kein Auto da war bis jetzt. Ja. Was tut sich bei euch? Nicht so viel? Ich glaube, ich bin schon wieder vom Lego-YouTube-Videos machen weggekommen. Ich glaube, ich möchte heute wieder meine Vitrinen weitermachen. Denn es gibt so ein grobes Konzept, wie ich das eventuell mache mit meinen Lego-Education-Geschichten. Da habe ich jetzt so einen groben Plan. Vielleicht gehe ich den jetzt noch an. Fange ich jetzt mal an, Lego-Education machen. So, das ist der Plan. Ja. Gut, dann werden wir das kurz halten. Ich sage euch noch einen schönen Abend. In diesem Sinne, esst was Gescheites, umgebt euch mit freundlichem Leid. Ich wünsche euch, dass ihr keine Fleischfresser seid. Und bis morgen. Bis später, bis dann, bis irgendwann hier auf diesem YouTube-Kanal. Papa, schau mal, wie lustig das Nettere hier raushaut. Der ist ja lustig.